Hört ihr das? Nix. Außer ein paar Vögel. Ein wildes Tier ist hier durchgelaufen. Ein wildes Tier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier bei uns auf dem Hof passiert gerade nicht ganz so viel, denn wir haben viel Bürokratisches zu erledigen. Und ja, wir sind viel am Planen, am Denken, am Überlegen. Und das kann man ja schlecht filmen. Deshalb haben wir uns überlegt, wir fahren an den See, in den Wald und übernachten dort. Und das ganz ohne Zelt. Aber dafür mit Hund. Aber bevor wir gleich losfahren, wollten wir uns einmal kurz einen Überblick verschaffen, wo in etwa wir heute Nacht unser Lager aufschlagen könnten. So, das ist der besagte See. Und hier am Ufer ist halt relativ viel Wald. Da könnte man, glaube ich, ganz gut schlafen. Hier ist ein kleiner Strand, da waren wir schon mal. Hier an der Staumauer waren wir schon mal. Und dann müssten wir einfach nur weiter geradeaus und kommen eigentlich automatisch hier in diesen Wald. Was ist das hier? Oder hier auf dieser Spitze hier schlafen. Naja, so viel dazu. Den Rest schauen wir dann spontan. Wir packen jetzt noch unsere Rucksäcke zusammen und dann geht's los. So, wir sind jetzt ein paar Kilometer hier schon unterwegs in dem Wald. Wir sind aber die ganze Zeit relativ weit oben vom Ufer entlang gegangen. Und jetzt sind wir gerade rechts abgebogen und siehe da. Wir nähern uns dem Wasser. Und vielleicht kommen wir wirklich genau an dieser Spitze an, die ich vorhin am Computer gesehen habe. Mal gucken, wie das in echt aussieht. Manchmal sieht das ja in echt meilenweit davon entfernt aus, wie man sich es vorgestellt hat. Wir schauen mal. Ja, das ist tatsächlich genau die Spitze, aber zum Schlafen, glaube ich, ungeeignet. Versuch was wert, wir suchen uns was anderes. Aber richtig schön hier. Ja. Boah, wie das aussieht so und diese verschiedenen Höhen. Total geil, ey. Oh, ist gerade angenehm, den Rucksack einfach auf dem Stein zu lassen. Boah, was für eine dicke Zecke. Alter, geht schon los. Alter, das war eine Monsterzecke. Oh, nö. Ich ja, glaub, bleib mal ruhig. Oh, wie viel Uhr haben wir es? 5:30 oder 6 Uhr gleich? Das Problem ist, das Ufer ist hier einfach viel zu steil. Und außerdem führt dieser Weg hier einfach komplett am Ufer entlang. Das heißt, hier können wir auf jeden Fall nicht übernachten. Wir haben uns überlegt, wir gehen jetzt ein paar Meter rein in den Wald. Eigentlich ein Stück nur nach oben. Aber ich glaube, es wird schwer. Da führt nämlich so ein kleiner Pfad hoch. Das ist nicht mehr der offizielle Weg, aber scheinbar sind da schon ein paar Leute hochgegangen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Stelle, die ein bisschen flacher ist, weil einer in der Hängematte und einer auf dem Boden schläft. Scheiße, mir juckt sie jetzt schon überall. Habe ich hier irgendwas? Nee, ne? Nein, da ist nichts. Annika hat gerade eine Zecke gesehen und schiebt jetzt ein bisschen Paranoia. Was ich übrigens noch sagen wollte, dieser See hier, an dem wir gerade sind, das ist nichts anderes als der aufgestaute Nord-Brest-Kanal. Und 2015 haben die einmal die Staumauer aufgemacht und haben den Kanal komplett leer laufen lassen. Das war wirklich nur noch so ein kleiner Bach. Und hier stehen teilweise noch Ruinen drin, in dem Wasser. Da gibt es schon echt coole Bilder zu. Oh, Oliver. So, auf geht's. Ja, das hier ist der offizielle Weg und hier sieht man jetzt so einen kleinen Pfad und den gehen wir jetzt erstmal hoch. Komm. Der Pfad verläuft sich gerade so ein bisschen. Obwohl, hier sind ja schon Leute lang gegangen. Und die Frage ist, wohin sind die gegangen? Hier ist auf jeden Fall eine gerade Fläche. Jo, geil. Haha, der ist ja perfekt hier. Aufspannen. Alter. Oh, Gott sei Dank. Guck mal hier, der ganze Farn ist ja alle platt. Das sieht aus, als würde hier sogar schon mal ein Zelt gestanden haben oder so. Boah, geil. Bin ich froh, dass wir jetzt einen Spot haben. Nice, oh, der ist cool. Ja, den Rucksack erstmal loswerden. Leider auch platt machen. Reis für gleich. Tarp, Paella aus der Dose. Isomatte. Wo ist die Hängematte? Die hast du, ne? Die hab ich, ja. Ey, Annika, wir haben hier einen richtig coolen Spot. Ja. Vor allem der Weg, der läuft direkt hier unten irgendwo lang, aber wir sind hier auf so einem richtig schönen Plateau. Wir können so ein bisschen lauschen, wenn da jemand lang geht, aber hier kann uns keiner sehen. Wir bauen jetzt unser kleines Lager auf und dann gibt's was zu essen.
Dieser Platz hier ist einfach perfekt. Wir machen die Hängematte jetzt hier an diesem Baum und an dem Baum gegenüber fest. Da irgendwo. Bingo. Wie habe ich das denn immer gemacht? Ich glaube, du hast den erst doppelt genommen. Aber ganz dicht auf dem Boden, ne? Damit ja. Wir ganz dicht aneinander schlafen. Und Ini in der Mitte. Ja, du wirst noch blöd gucken. Heute nicht im schönen Bettchen oder Sofa. Hä, wie habe ich das denn gemacht? So, jetzt bauen wir das Tarp auf. Wir haben übrigens schon mal draußen geschlafen, also so ist es nicht. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir draußen schlafen. Aber wir machen das natürlich jetzt nicht irgendwie aus einem Survival-Aspekt oder sowas heraus, sondern einfach nur, um draußen zu sein, um im Wald zu sein. Aber zu unserer Erfahrung, was im Wald schlafen angeht, können wir gleich mal ein bisschen was erzählen. Jetzt muss erstmal das Tarp aufgebaut werden. Barakord. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob ich den Knoten noch beherrsche. Von rechts rum, dann eins, zwei und dann so durch. Ist das so ein Schieberknoten? Soll es eigentlich sein, ja. Ob das jetzt einer wird, weiß ich nicht. Ha, ha, das war ja einfach. So, jetzt die andere Seite noch. Scheiße, zu kurz. Aber wir haben noch mehr. Wie läuft's? Gut. Jo, sieht auf jeden Fall gespannt aus. Wo ist bei Ina? Wo ist bei Ina? Diese, da guckt noch ein Schenkel raus. Hey! Jo. Okay, ich würde sagen, wir bauen das jetzt erst in Ruhe auf. Und dann zeigen wir euch das Endergebnis. Richtig. Fertig ist unser Häuschen. Unser Tiny House. Sieht doch ganz cool aus, oder? Sieht auf jeden Fall ein Abenteuer heute Nacht. Annika schläft in der Hängematte. Bei Ina auf der Isomatte. Und ich auf dem harten Boden. Bei Ina gewinnt immer. So, und jetzt muss ich sagen, habe ich echt Hunger. Ich glaube, wir kochen jetzt. Wir haben sogar zwei Eier dabei. Pfanne, Gaskocher. Wir können es uns eigentlich richtig gut gehen lassen. Wir wollen auf nichts verzichten. Hier ist nicht nur mein Feuerstahl dran, sondern auch ein Dosenöffner. Der wohl kleinste Dosenöffner, den ich finden konnte. Et voilà. Wo ist die Dose? Wo ist die Dose? Da ist die Dose. Noch nie benutzt, also keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber das muss man hier reinstechen. Ich habe Angst vor scharfen Sachen. Ich habe keine Ahnung, wie man es nutzt. Das funktioniert so nicht. Scheiße. Du kannst manchmal richtig nerven, weißt du das bei Ina? Unser Essen. Unser Essen, du hattest schon. Okay, merke, man macht die Dose hiermit nicht von oben auf, sondern von der Seite. Haha, das geht echt gut. Ja. Mir juckt's. Oh. Der Quälgeist ist zurück. Beide. Du stehst im Bild. Guck mal bei Ina, da ist die Kamera. Hier bin ich und du bist mittendrin. Noch nicht ganz. Okay, dann schmeißen wir mal den Kocher an, ne? Super, den Reis habe ich schon zu Hause vorgekocht. Was ist das denn? Ja, weil es heiß wird. Das kann nicht. Das darf nicht leer da draufstehen. Das Beste ist, wir haben noch zwei Eier von unseren Hühnern zu Hause. Und die werden wir uns gleich auch braten. Mit ja. Baguette. Baguette haben wir auch mit. Guten. Guten. Die Sonne kommt raus. Das Grün könnte nicht grüner sein. Und das Essen nicht heißer. Ja, wir haben leider keinen Pudding zum Nachtisch. Deswegen gibt es Rührei im Baguette. So, ich hau mir das jetzt hier drauf. Es könnte doch nicht schöner sein. Oh, schmeckt richtig gut. Die Eier von den eigenen Hühnern schmecken noch immer am besten, oder? Oh, hier ist so eine schöne, ruhige Atmosphäre. Oh, das ist so herrlich gerade. Was wir euch noch erzählen wollten, das ist nicht unsere erste Nacht im Wald, sondern wir haben unsere erste Nacht damals im Harz verbracht. Auch am See in der Hängematte. Auch am See in der Hängematte, das war auch ein richtig cooler Spot. Aber das war eine Tortur, da waren nämlich gerade irgendwie Baumfellarbeiten und wir mussten dann querfeld eingehen. Ja, und das war nicht ganz ungefährlich. Nee, Mann, das war richtig gefährlich. Aber zum Schluss haben wir noch einen richtig coolen Spot gefunden und es hat sich gelohnt. Oh ja.
Doch, das war auch eine richtig coole Nacht. Aber das war so anstrengend, da erstmal hinzukommen. Die ganzen Bäume waren nämlich richtig fette Stämme. Die waren alle auf dem Gehweg oder auf dem Wanderweg. Ja, lagen die einfach drüber, kreuz und quer. Und wir mussten über jeden einzelnen Baum rüberklettern. Boah, das war unfassbar anstrengend. Da war das hier jetzt ein Klacks. Ich habe sogar schon zweimal alleine, komplett alleine im Wald geschlafen. Das wäre nichts für mich. Es findet alles hier oben statt. Die Gefahr überall anders ist ja viel größer als alleine im Wald. Was soll denn alleine im Wald passieren? Es gibt, glaube ich, kaum einen sicheren Ort als eben im Wald. Vor allem nachts. Und trotzdem hat man Schiss, ne? Und trotzdem hat man Schiss, ja. Ich lese auf jeden Fall gerade Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Und die schlafen nur draußen. Deswegen hatte ich auch einfach mal wieder Bock, draußen zu schlafen. Und es ist einfach herrlich hier. Oh. Schon müde. Ich glaube, ich werde heute Nacht gut schlafen können. Bei Ina auch. Die ist eben hier rumgeflitzt wie so eine Irre. Ja, ich glaube, wir werden uns irgendwann auch noch mal ein Kanu zulegen. Dann können wir diesen See nämlich nicht nur vom Ufer aus betrachten, sondern auch vom Wasser aus. Das ist, glaube ich, schon ein richtig cooler See für eine Kanutour. Ja. Ja, der ist einfach so verwinkelt. Das ist so cool, einfach so verschiedene Ecken zu entdecken. Mhm. Und darauf jetzt erstmal einen Keks. Ach, da haben wir doch unseren Nachtisch. Unseren richtigen Nachtisch. Hört ihr das? Nix. Außer ein paar Vögel. Und zu den Lauten schlafen wir jetzt ein. Es ist jetzt 21:45. Es ist noch ein bisschen hell, aber dadurch, dass wir hier im Wald sind, ist es doch schon recht dunkel. Wir haben es uns hier schon gemütlich drunter gemacht. Schön kuschelig, oder? Ja, ich habe mich eingemuckelt. Sieht man gar nicht. Sieht man nicht. Und mir scheint die olle Taschenlampe voll in die Fresse. Naja, wie dem auch sei, bis morgen früh. Bonne nuit. Bonne nuit. Es sei denn, wir wären heute Nacht noch irgendwie vom Wildschwein angegriffen oder sowas. Dann sehe ich natürlich zu, dass ich die Kamera anschmeiße. Ja, das ist das Erste, was man macht. Klar. Okay, gute Nacht. Ein wildes Tier ist hier durchgelaufen. Ein wildes Tier. Morgen. Ich habe ja in der Hängematte geschlafen und ich habe wirklich nur bis 14:45 durchgehalten. Dann bin ich rüber zu Julian oder runter zu Julian auf seine Isomatte. Und ja, wir haben beide nicht richtig gut geschlafen. Doch, bis 14:45 habe ich richtig gut geschlafen. Bis ich dann kam. Alleine auf der Isomatte. Alleine auf der Isomatte ist es mega bequem. Nur zu zweit auf einer schmalen Isomatte liegt keiner so richtig drauf. Ich lag wirklich nur mit meinem Hüftknochen und meinem Ellbogenknochen da drauf. Naja, körperliche Erholung ist so eine Nacht natürlich nicht, aber seelische. Und ich habe nicht gefroren oder wir haben nicht gefroren und das war mir viel wichtiger. Ja. Und jetzt gibt's Frühstück. Und einen Kaffee. Es war auf jeden Fall ein richtig cooler Trip. Wir wollen ja auch ein bisschen was von der Bretagne sehen und nicht nur auf unserem Hof versauern. Da vorne steht auf jeden Fall unser Auto und wir fahren jetzt zurück und sehen uns dann auf unserem Hof. Hopp. Komm mal auf ihn. Komm mal auf ihr Fein. Na super. Ja, ja. Au. From the night to the day. So, wir sind zurück auf unserem Hof. Mittlerweile ist es auch ein Tag später. Wir sind ausgeschlafen und ausgeruht. Also können wir direkt mit dem nächsten Projekt weitermachen. Das wartet nämlich da drüben in der Scheune. Da steht ja, wie wir schon öfter erwähnt haben, noch unsere Solaranlage, die seit Monaten darauf wartet, endlich aufgebaut zu werden. Und wir haben uns da eben jetzt so ein paar Gedanken zu gemacht. Und jetzt wissen wir so grob, was wir damit vorhaben, wie wir die aufbauen wollen. Und damit werden wir diese Woche starten. Wir brauchen erstmal ein Fundament und sowas. Also das ist nicht... Bisschen Kies holen. Das ist nicht so ganz schnell gemacht. Das
benötigt ein wenig Zeit. Deswegen lassen wir uns jetzt gar nicht weiter ablenken, sondern fangen an damit. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da oder einfach nur einen Daumen hoch. Also bleibt nur noch zu sagen, au revoir. Et à bientôt.